so schön kann Urlaub sein. Ferien am Gardasee, gut 40 Kilometer entfernt vom Flughafen Verona. Unser Ferientipp, ein Campingplatz, herrlich am Uferhang gelegen bei San Felice, im Südwesten des Gardasees. Ein Campingplatz der besonderen Note, auf dem, wie selbstverständlich, auch Deutsch gesprochen wird. 22 Luxuszelte, Luxuslodgen wie im Safari-Look sind hier verteilt auf 5 Hektar neben anderen Bungalows und Zeltplätzen. Aber was ist so ein wenig Grand Hotel im Grünen? Eine neue Art von Camping. Camping und Luxus schließen sich also nicht unbedingt aus, wie hier auf der Anlage Campingplatz Weekend, einer von 2 Dutzend ähnlichen in Europa. Zugegeben, mit dem klassischen Zelten haben diese Unterkünfte natürlich schon lange nichts mehr zu tun. Den Urlaubern jedenfalls gefällt's. Auf diese Art Camping sind wir übers Internet gekommen. Ja, wir haben ein bisschen recherchiert und wollten einfach mal diese Art des Zeltens kennenlernen. Wir waren recht neugierig und sind jetzt ganz angenehm überrascht. Ja, und wer hat denn schon in einem Zelt drin? Eine Dusche, ein Waschtisch und ein WC. Also das gibt's doch ganz, ganz selten. Und das hat uns interessiert und deswegen haben wir das jetzt ausprobiert. In der Tat, Wohlfühl- und Verwöhnatmosphäre im Innern der Luxusbehausungen. Und Blickfang zuallererst ist die prächtige Badewanne, die nicht nur als teure Dekoration den Raum schmückt. Und das praktische Duschbad mit Waschtisch und WC ergänzt. Wirklich komfortabel liegt man im King-Size-Himmelbett in der fast 30 Quadratmeter großen Lodge-Suite. Ebenso luxuriös ist die komplett ausgestattete Küchenzeile. Kostenfaktor für 2 Erwachsene und 3 Kinder im separaten Bettenzelt, je nach Saison, von 12,60 Euro bis 40 Euro pro Nacht und Person. Aber keine Angst. Wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass auf unseren Plätzen ein guter Mix herrscht. Also ich kann auch nach wie vor mit dem Zelt kommen oder mit meinem Wohnwagen. Spielt absolut keine Rolle. Es geht um das Campingerlebnis, um das Gemeinschaftserlebnis auf einem Campingplatz. Und da gehört glamourous Camping mittlerweile dazu. Für die Kleinen gibt es eine professionelle Animation. Und neben dem Terrassenrestaurant an den beiden Pools werden täglich Wasserspiele in den beheizten Becken veranstaltet. Selbst für die Kleinsten ist also gesorgt. Glamourös wie das Campen ist aber auch die Umgebung. Zu entdecken etwa auf einer halbtägigen Bootstour auf Italiens größten Binnensee, auch ohne Führerschein. Ab 70 Euro für bis zu 8 Personen etwa ab dem nahen Hafen Portese von San Felice. Oder mit einem großen Motorsegler. Hier ist der Weg selbst wieder einmal das Ziel. Und dazu gehören natürlich auch die Attraktionen direkt vor der südlichen Küste. Mitten im Wasser taucht eines der schönsten Denkmäler auf, bereits Jahrhunderte alt, wenn auch mit etwas protziger neogotischer Überbauung. Hinter mir eine der schönsten Inseln des Gardasees und die größte, Isola di Garda. Und auf dem Inselchen auf dem kleinen Eiland hier, ein Renaissance-Schloss. Es gehört der weltberühmten Familie Borghese, also Privatbesitz. Oder man bucht direkt am Campingplatz einen Mietwagen für 70 Euro pro Tag. Unterobert die mitunter atemberaubende Kulisse der kurvigen Uferstraße des Gardasees. Mit Blick auf die Steilküste und den tief unten liegenden See. Am rund 55 Kilometer entfernten Wendepunkt der Route erreichen wir dann die Schönheiten von Riva del Garda und seinem Hafen mit den prächtigen mondänen Plätzen, Straßencafés und italienischen Eisdielen des einstigen österreichischen Seebades. Und überall entdeckt man noch den Charme der noch rund um den See zu spürenden Belle Epoque von vor 120 Jahren. Etwa am Abend im nahen Salò, beim gemütlichen Bummel über die längste Uferpromenade des gesamten Gardasees. Da schweift dann der Blick weit über das ruhige Wasser des Lago. Buonasera, amici.